Hallo, ich bin Viola Meier. Hier in der Volkshochschule machen wir heute zusammen die Pralinen. Ich habe Nougat-Zitronen-Pralinen für euch vorbereitet. Ich heiße euch herzlich willkommen in der Pralinenwerkstatt. Dazu brauchen wir erstmal eine Zitrone und einen Puderzucker. Bei dem Nougat nehmen wir, ich habe heute eine weiß-braune Nougat-Creme. Ihr könnt aber auch Nutella oder andere Nuss-Nougat-Creme nutzen, was ihr daheim habt oder was ihr gerne mögt. Als erstes brauchen wir 2 Esslöffel Puderzucker. Den sieben wir durch ein Sieb in die Schüssel. Das klappert schon. Im Rezept habt ihr 5 Esslöffel. Ich mache heute eine kleine Menge, um es euch einfach zu zeigen. Und ihr könnt dann die angegebene Menge vom Rezept machen, dann bekommt ihr 40 Kugeln ungefähr raus. Vielleicht habt ihr daheim auch für den Puderzucker ein anderes, wo man so drücken kann. Das geht natürlich dann schneller und einfacher. Und wenn nicht, nehmt ihr einfach so ein Sieb oder auch ein größeres und drückt mit dem Löffel hier rein. Und dann wird das wie ein wunderschöner Schnee hier drin. Dann seht ihr, habt ihr hier einen schönen Schnee. Bei der Zitrone ist ganz wichtig, kommen wir nachher auch noch drauf, dass ihr eine unbehandelte Zitrone nehmt. Also entweder ein Bio, Demeter, wie auch immer, weil wenn man die Schale essen möchte, sollte die nicht gespritzt sein. Jetzt schneide ich die Zitrone mal in der Hälfte auf und werde nur die Hälfte auspressen, weil da muss man ganz vorsichtig sein, dass man nicht zu viel reinmacht, sonst müsst ihr wieder Puderzucker nachfüllen. Da es sonst zu flüssig wird. So, ich gebe jetzt erstmal einfach einen kleinen Schuck rein und verrühre das Ganze mit der Gabel, dass es eine zähflüssige Masse wird. Das kennt ihr vielleicht auch in der Weihnachtsbäckerei, wenn ihr Plätzchen nachher verziert. Da macht ihr sicher auch manchmal solche Massen. So, ihr seht, das ist jetzt eine zähflüssige Masse. Wenn es zu dünn ist, dann wenn ihr einfach zu viel Orangensaft oder Zitronensaft reingemacht habt, dann könnt ihr einfach noch mal ein bisschen Puderzucker nachgeben. So, dann nehmen wir als nächstes das Nutella oder die Nusscreme. Ich nehme, wie gesagt, wieder nur 2 Löffel rein, aber ihr könnt auch dann wie laut Rezept die 5 Löffel machen. Jetzt tut ihr das schön miteinander vermischen. Dann seht ihr, dann wird diese Nutella-Masse auch ein bisschen cremiger, ein bisschen geschmeidiger. Wenn das Ganze zu dünn werden würde, könntet ihr auch noch gemahlene Mandeln mit reingeben, dass die Masse wieder eine festere Konsistenz kriegt, weil zu flüssig darf sie auch nicht sein. Sonst könnt ihr die nachher nicht formen, die Kugeln. So, hier könnt ihr auch variieren. Ihr könnt statt der Zitrone auch den Limettensaft nehmen. Ihr könnt Orangensaft nehmen. So, jetzt machen wir noch den Zitronenabrieb. Dafür gibt es verschiedene Arten von Reiben. Größere, kleinere, gröbere, feinere. Guckt mal, was ihr daheim habt. Und für den Zitronenabrieb nehmen wir die Schale. Und von der Schale aber auch nur das Oberste, also nicht zu weit. Wenn ihr zu weit reingeht, dann kommt das Weiße, dann wird es wiederum bitter. Also guckt, dass ihr nur hier oben ganz vorsichtig nur den obersten Teil
abmacht. Und so wird es dann eine frische Praline durch die Zitrone. Das macht es nochmal ein bisschen einen feineren Geschmack. Ihr könnt natürlich den Puderzucker selbst mit Apfelsaft anrühren. Da seid ihr ganz frei, was ihr einfach auch gerade zu Hause habt. So, haben wir einmal. Hier hängt es jetzt auch noch drin, das seht ihr. Das könnt ihr einfach ein bisschen rausholen. So. So, ein bisschen abklopfen, vorsichtig, dass er euch nicht wehtut. Und dann rühren wir das auch noch hier rein. Dann arbeiten wir das noch in die Masse mit rein. Dadurch, dass ich jetzt keine ganz einheitliche Nougat-Creme genommen habe, ist der Teig ein bisschen heller. Wenn ihr natürlich eine reine Nougat-Creme nehmt, dann wird es dunkler. Bei mir ist es jetzt wie eine leckere Vollmilchschokolade. So, jetzt haben wir schon mal unsere Masse. Die sieht so dick aus. Und jetzt formen wir kleine Kugeln. Da habt ihr jetzt ganz viele Möglichkeiten für die Streusel. Ihr könnt natürlich die normalen, bunten Kinderstreusel nehmen, die ihr so habt. Vielleicht zu Hause auch von der Weihnachtsbäckerei übrig. Ihr könnt aber auch Haferflocken nehmen, das ist auch sehr lecker. Dann habe ich dabei Kokosflocken. Dann haben wir Mandeln dabei. Und auch wenn ihr es doch nicht ganz so süß wollt, könnt ihr auch mit dem Kakao arbeiten. Beim Kakao, den müssen wir dann aber erst kurz sieben. Ich mache jetzt euch einfach mal von jeder ein paar, dass ihr seht. So, also einmal haben wir ja unser Sieb. Nehmen wir ein bisschen vom Kakao. Eure Zutaten, alle die, die ihr dann als Dekoration wollt, macht ihr in so kleine Schälchen. Haben wir hier die Haferflocken ein paar. So. Zu den Cornflakes sage ich gleich noch was. So, hier haben wir die Mandeln. Wenn ihr gern so ein bisschen mehr Crunchy haben wollt, dann nehmt ihr die Cornflakes. Die sind so ja viel zu groß. Deswegen müssen wir die dann ein bisschen zerkleinern, bevor wir sie hier rein machen. Zerdrückt ihr sie einfach, dass sie kleiner werden, weil sonst bleiben sie an der Kugel nicht haften. Ja, da könnt ihr euch auch mit den Cornflakes eine Deko machen. Und die schmeckt dann auch ganz lecker. So. Könnt ihr auch in ein Tütchen tun und mit dem Quellholz ein bisschen drauf klopfen, dann werden sie auch kleiner. Aber es geht auch so mit den Fingern. So. Wenn ihr die Kugeln macht, dann schaut, dass eure Hände sauber sind, ganz wichtig. Und vielleicht, dass ihr sie auch immer wieder kalt abwascht dazwischen. Weil sonst klebt das Material sehr stark. Und dann nehmt ihr einfach mal so ein bisschen was und dann seht ihr schon, dass wir eine kleine Kugel hinkriegen. Und die könnt ihr dann aussuchen, in was ihr sie reinmacht. Jetzt fangen wir mal mit der Nuss an. Und deswegen haben wir das in so einem Schälchen, weil wir das dann da drin einfach ein bisschen drehen. Und könnt auch mit der Hand noch mal ein bisschen drüber, dass es noch ein bisschen dicker wird. So, und dann tut ihr die alle auf einen Teller und in den Kühlschrank. Ganz wichtig, dass ihr das über Nacht mindestens im Kühlschrank lasst, weil erstens schmecken sie kühl am besten und sie werden ein bisschen härter wieder, weil jetzt ist ja die Masse eben ein bisschen weich. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch Butter schmelzen noch und die Butter damit einarbeiten in den Teig, weil Butter wird ja nachher dann auch hart, wenn die wieder in den Kühlschrank kommt. Dann wäre es auch, dass das härter wird. Hier haben wir es jetzt mit dem Kokos. Wer gern sowas kokosmäßig mag, hat dann hier eine Möglichkeit. Und ihr könnt auch andere Sachen nehmen für drumherum, wie es euch
einfällt, was ihr daheim habt. Und das ist immer am besten, dass man einfach die Sachen nimmt, die man eh hat, dass man nicht extra viel groß einkaufen muss. Und die sehen einfach auch schön aus, wenn ihr sie ganz verschieden macht. Ihr könnt natürlich auch die Haferflocken oder Mandeln, alles könnt ihr auch in den Teig vorher schon reinmachen. Oder wenn ihr sehr gerne den Kokos esst, dann könnt ihr auch von dem Kokos schon in den Teig machen. So, wenn man es eben mit dem Kakao, dann wird es ein bisschen herber. Dann ist sie nicht ganz so süß. Und auch wenn die nicht ganz rund werden, ist auch nicht schlimm. Die schmecken trotzdem sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, dass sie halt im Kühlschrank kommen. So, jetzt seht ihr hier, machen wir es jetzt gerade mit den Cornflakes. Die sind halt eben ein bisschen gröber. Das steht dann ein bisschen ab, aber das sieht auch ganz nett aus. Und ihr könnt sie hier drin auch noch mal gut formen, dann mit den Händen. Wenn sie jetzt nicht ganz rund sind, könnt ihr sie dann noch mal schön draufsetzen. So, ich glaube, jetzt haben wir von jeder Sorte haben wir was gemacht. Wenn ihr Puderzucker drumherum machen wollt, dass es noch süßer wird, könnt ihr auch gern machen, nur der wird nicht weiß bleiben. Das müsst ihr wissen, weil die sind ja warm. Und das seht ihr auch hier, wenn wir das eben in den Kokos machen, dass der Kokos im Moment noch schön weiß ist und nachher ein bisschen Farbe verliert, aber es einfach ein sehr leckerer Geschmack ist. So, natürlich je kleiner, desto feiner. Wenn ihr die Kugeln viel, viel kleiner macht, kann man auch mehr essen. So, dann haben wir, denke ich mal, von allem was genommen. Wie gesagt, ihr könnt variieren, ihr müsst nicht Zitrone nehmen, ihr könnt auch Orangensaft nehmen, was ihr daheim habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch jetzt viel Spaß daheim beim Ausprobieren.